Heute gehe ich auf die Steuern für Schweizer in den drei Säulen der Vorsorge ein. Was ist steuerbefreit? Wo fallen Vermögenssteuern an und wo Einkommensteuern? Wo kann man Steuern im Privatvermögen reduzieren? Anhand meines Core Satellite Portfolios gebe ich dir praktische Ideen, auf was du achten sollst, um dein eigenes Core Satellite Depot aufzubauen. Egal, ob du gerade mit dem Investieren beginnst oder schon länger dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen zum Markus Depot Update für den März 2022. Ich bin Markus Schei und du bist hier bei Schei investiert. Ich zeige, wie ich systematisch in Aktien investiere, global und zeitschonend. Alles zu Aktien lernst du bei mir aus der Praxis direkt vom Profi. In den Portfolio-Updates zeige ich die monatlichen Renditen meiner Langfristanlagen und praktische Tipps für deine eigene Umsetzung. Das alles wie immer aus der Warte meiner praktischen Erfahrung als Profi-Aktientrader. Ich zeige dir, wie ich mit wenig Zeitaufwand langfristig in Aktien investiere. Bevor ich starte, wie immer der Risikohinweis. Ich zeige hier meine Wertpapiere, mache Einschätzungen und Kommentare und äußere meine Meinung. Diese stellen weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und Finanzinstrumenten dar. Ich übernehme deshalb keine Haftung für Vermögensschäden. Ich mache auch keine Steuerberatung. Bei den Wikifolios, in denen ich investiere, bin ich selbst bzw. das Sofco-Team Wikifolio-Trader. Sofco Select ist unser Informationsdienst, bei dem wir systematisch in mittelgroße US-Aktien investieren. Ich starte mit der Wertentwicklung des Swiss Performance Index Total Return. Der SPI gewinnt im März 2,4%, nachdem er im Februar um 2,2% eingebrochen ist. Der SPI steht damit im Jahr 2022 bei minus 5,5%. Saisonal startet im Sommer eher eine flaue Börsenphase. Im Depot-Update bleibst du darüber auf dem Laufenden. Auf der Grafik oben siehst du den Verlauf des SPIs über die letzten 12 Monate. Unten über die letzten 34 Jahre seit dem Indexstart. Man erkennt, dass der Aktienmarkt auf die lange Frist deutlich ansteigt. Aktien stiegen in den letzten 100 Jahren mit 8% pro Jahr. Aktien sind die lukrativste Anlageklasse. Genau das ist der Grund, weshalb ich langfristig in Aktien investiere. Nun komme ich zu den aktuellen Märzzahlen. Ich zeige dir die Vermögensübersicht per Ende März 2022. Das Gesamtvermögen ist 270.695 Franken und hat im März 3.350 Franken bzw. 1,3% zugelegt. Das 3A-Vermögen steht bei 66.400 und hat 2.200 Franken zugelegt. Weiter unten siehst du Sofco Select, unseren Informationsdienst, mit einem Wert von 27.895 Franken. Ich setze ihn mit einem Depot bei Interactive Brokers um. Ich investiere direkt in US-Aktien. Sofco Select hat im März 300 Franken eingebüßt. In grün siehst du die Einzelposition meiner privaten Wertpapierdepots bei Post Finance, Flatex und Smart Broker und das Aktiendepot bei Interactive Brokers in Orange. Zusammengezählt ist das investierte Säule 3B Vermögen aktuell 155.000 Franken. Hier zeige ich das Kuchendiagramm mit der Anlagenaufteilung meines Privatvermögens. Beispielsweise ist Sofco Select mit 10% gewichtet. Hiermit komme ich zum heutigen Spezialthema. Welche Steuern fallen für Schweizer im Privatvermögen in den drei Säulen der Vorsorge an und wo kann ich gegebenenfalls Steuern optimieren? Ich bin kein Steuerspezialist und mache an dieser Stelle keine Steuerberatung. Meine Aussagen können auch falsch sein. Je nach deiner persönlichen Ausgangslage können für dich andere Steuerfolgen entstehen. Für eine individuelle Steuerberatung solltest du dich von einer Steuerexpertin oder einem Finanzplaner beraten lassen. Wertschriften im freien Teil des Vermögens unterliegen wie alle Vermögenswerte der Vermögenssteuer. Vermögenssteuer zahlst du nur, falls du Vermögen über den Freibetrag von zum Beispiel 75.000 Franken hast.
Ich zahle ungefähr 0,4% Vermögenssteuern pro Jahr. Private Kapitalgewinne sind in der Schweiz steuerfrei. Ich betone nochmal steuerfrei. Es gibt auch hier wiederum Ausnahmen beim gewerbsmäßigen Wertschriftenhandel, der steuerpflichtig wäre. Dividenden- und Zinseinkünfte werden zum individuellen Einkommensteuersatz versteuert. Die Höhe hängt von deinem Einkommen, der Wohngemeinde, Zivilstand und Konfession ab. Bis zu einem gewissen Einkommen zahlst du Gemeindesteuern und Staatssteuern und keine Bundessteuern. Ab einem gewissen Einkommen zahlst du zusätzlich Bundessteuern. Kursgewinne auf Aktien, Fonds, Gold und Kryptowährungen sind im Privatvermögen steuerfrei. Einkommensteuern fallen bei Zinseinnahmen oder Dividenden an. Hast du ein Aktiendepot mit vielen Dividendenaktien, musst du jede einzelne Dividende bei der Steuererklärung deklarieren. Dieser Aufwand kann gegebenenfalls deinen Ertrag aus Dividenden übersteigen, insbesondere wenn du die Steuererklärung nicht selbst machst. Für Fonds, Wikifolios oder dergleichen ist der Aufwand für die Deklaration der steuerbaren Erträge viel kleiner, da nur eine Dividende pro Jahr und pro Fonds oder Wikifolio angegeben werden muss. Das ist ein Vorteil gegenüber Direktanlagen in Aktien, weshalb ich in Fonds und Wikifolios investiere. Auf Vermögen in der Pensionskasse und der gebundenen Vorsorge der Säule 3a fallen keine Vermögenssteuern an. Das ist ein Steuervorteil, wenn du beachtest, dass ich im freien Teil Vermögenssteuern von 0,4% bezahle. Einkäufe in die Pensionskasse oder Einzahlungen in die Säule 3a können darüber hinaus vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. 2022 können unselbstständig Erwerbende maximal 6.883 Franken in die Säule 3a einzahlen. Das Säule 3a-Vermögen kann in Aktienfonds oder in Bankguthaben angelegt werden. Kapitalbezüge aus der Pensionskasse oder Säule 3a, beispielsweise im Rentenalter oder für den Kauf eines Eigenheims, unterliegen einem reduzierten Steuersatz, der auch wiederum je nach Wohngemeinde und Höhe des Bezugs variiert. Würde ich beispielsweise 200.000 Franken Vorsorgevermögen beziehen, fehlen 8,8% Steuern an. Das Thema Steuer ist komplex, aber eine steuerliche Optimierung kann Steuervorteile bringen. Bezugnehmend auf Aktienanlagen kann es beispielsweise Sinn machen, Aktien ohne oder mit geringen Dividenden im freien 3b-Vermögen zu halten, da die Kapitalgewinne steuerfrei sind. Aktien mit hoher Dividendenausschüttung hält man aus steuerlicher Sicht besser im 3a-Vermögen, denn die Dividendeneinkünfte und Kursgewinne werden erst beim Bezug in Form eines reduzierten Steuersatzes steuerbar. Zudem gibt es im 3a-Vermögen keine Vermögenssteuer, was über Jahre gerechnet viel Steuersparnis bedeutet. Ich habe das Thema Steuern im Privatvermögen hier nur kurz angeschnitten und werde dir in einer späteren Folge mehr Einblicke in meine individuelle Steuersituation geben. Wie hoch sind nun die Märzrenditen? Oben rechts ist die Rendite des Gesamtportfolios aufgeführt. Sie beträgt im März plus 1,3%. Der Swiss Performance Index hat 2,4% zugelegt. Damit habe ich dieses Mal schlechter abgeschnitten. 2022 steht mein Gesamtdepot bei minus 8%, der SPI steht bei minus 6%. Damit liege ich leicht im Hintertreffen. Auf der nächsten Seite siehst du einen Überblick über die Vermögensentwicklung seit 2019. Die Kursgewinne belaufen sich aktuell auf 21.000 Franken. Das alles ist mit kleinem Zeitaufwand umsetzbar, denn ich investiere langfristig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir gute Investments. Bis zum nächsten Update in einem Monat. Ich bin Marco Schei von Schei investiert.